Ein herzliches Hallo aus Varna. Ich bin Dominique und wir sind letztes Jahr nach Bulgarien ausgewandert. Zu unserer Familie gehören unsere beiden Kinder, Stella und Alyssa, im Alter von 12 und 8 Jahren. Wir sind vor 7 Monaten nach Bulgarien ausgewandert. Wir haben vorher im Landkreis Ravensburg gelebt. Warum haben wir uns für Bulgarien entschieden? Zum einen war es uns wichtig, dass unser Auswanderungsland in der EU liegt, damit wir einfacher zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung erlangen können. Für die Schulanmeldung war es uns wichtig und überhaupt auch wegen der Anbindung nach Deutschland. Dass wir einfach entscheiden können oder relativ schnell und einfach sagen können, wir können nach Deutschland fliegen oder fahren, um die Familie zu besuchen, um Freunde zu besuchen, oder weil irgendwelche Dokumente noch organisiert werden müssen, die wir jetzt hier bräuchten, beispielsweise. Uns war es wichtig, dass die Lebenshaltungskosten erschwinglich sind. Dazu muss man sagen, dass die Lebenshaltungskosten hier günstig sind, aber teurer geworden sind in den letzten Jahren. Das kann man ganz gut beobachten, wenn man einkaufen geht. Also die Lebensmittelpreise sind hier gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen. Sowohl zur Miete als auch zum Kaufen ist die Nachfrage sehr hoch. Und das macht natürlich dann auch den Preis der Immobilien aus, ganz klar. Dann war uns wichtig, dass wir ein schöneres Wetter haben als in Deutschland. Man muss dazu sagen, dass wir hier ganz normale Jahreszeiten haben, so wie wir sie in Deutschland auch kennen. Das heißt, dass es im Winter kalt ist. Also es ist im Winter wirklich sehr kalt. Gerade jetzt, wir waren ja zu Beginn nicht in Varna, sondern in Burgas. Und in Burgas war das Kälteste, was wir jetzt im Februar oder Ende Januar, Anfang Februar gemessen haben, -6 Grad. Es hat auch geschneit. Es ist nicht liegen geblieben, aber es war auf jeden Fall sehr kalt. Es gab dann auch eine Regenzeit und das muss man auch wissen, wenn man nach Bulgarien geht, dass einfach hier nicht immer warm und immer schön ist. Grundsätzlich aber scheint wesentlich häufiger die Sonne als in Deutschland. Auch wenn Google hier was anderes sagt, aber es ist einfach Fakt. Es scheint hier öfters die Sonne als in Deutschland. Was war uns noch wichtig? Uns war wichtig, dass wir hier eine Community vor Ort haben. Ob das jetzt ja über die Chatfunktion ist oder dass wir hier uns vor Ort auch treffen. Es werden regelmäßig Treffen angeboten, zum Beispiel in Varna. In Varna gibt es Stammtreffen oder Stammtischtreffen. Es gibt schon eine große Gruppe, die sich hier gefunden hat. Es sind wirklich viele liebe Menschen dabei und das macht natürlich dann auch Spaß. Wer hat hier welche Erfahrungen gemacht? Wer hat vielleicht wo ein Haus gekauft? Und auch diese, ja, die Hilfsbereitschaft untereinander ist wirklich sehr viel wert hier. Dann war es uns wichtig, dass wir hier auch eine ganz gute Schulbildung haben für die Kinder. Das Klischee, dass es hier nur schlechte Schulen gibt, kann ich persönlich ja so nicht unterschreiben oder wir können das so nicht unterschreiben. Man muss ein bisschen suchen, das stimmt. Die staatlichen Schulen sind ja vielleicht nicht perfekt. Hier muss jeder seinen eigenen Weg finden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Kinder via Homeschooling zu beschulen. Das hat sich für uns aber als ja nicht so sinnvoll herauskristallisiert, weil unsere Kinder nicht bereit dazu waren oder sind, sich von einem Monitor unterrichten zu lassen oder über einen Monitor. Unsere Kinder waren schon sehr, sehr darauf bedacht, soziale Kontakte zu knüpfen, auch zu anderen Kindern, was wir auf jeden Fall gut finden. Und allgemein können wir sagen, dass es uns hier in Varna sehr gut gefällt. Wir haben aber nicht in Varna gestartet. Also wir haben uns, bevor wir ausgewandert sind, mit vielen Regionen hier auseinandergesetzt.
die medizinische Versorgung war uns wichtig, dass hier Krankenhäuser auch vor Ort sind, falls einfach mal etwas passieren sollte. Gerade mit Kindern ist man da doch noch eher vorsichtig. Abschließend können wir sagen, dass wir uns in Varna sehr wohl fühlen. Wir sind nicht immer in Varna gewesen, wir waren zu Beginn in Burgas. Und was wir da so erlebt haben oder warum wir uns dann doch für Varna entschieden haben, das erzähle ich euch im nächsten Video.